Empfangen vom Herrn durch Jakob Lorbeer, 1841, 12. Stunde, Fortsetzung. Es ist noch eine Frage in euch vorhanden, ob diejenigen Wesen, die unter den Lumpen verstanden werden, auch ein fortwährendes Selbstbewußtsein haben werden oder nicht. Ich aber sage euch, die Frage beantwortet sich schon beinahe von selbst, da ihr doch unmöglich annehmen könnt, dass es in der Gottheit irgendeinen sich unbewussten Punkt geben sollte. Diese Frage löst sich somit von selbst, aber eine Frage, ob dieses sich Selbstbewusstsein ein leidendes ist oder nicht, seht, das ist eine andere Frage. Um aber diese richtig zu verstehen, müsstet ihr zuvor begreifen, dass jedes Bestreben, um sich selbst zu finden, ein gewisses Leiden in sich selbst notwendig begreifen muss. Nur hängt es jetzt einzig und allein von dem ab, ob dieses Leiden ein schmerzliches oder ein wohltuendes ist. Wenn dieses Leiden darin besteht, dass sich das Wesen in sich selbst immerwährend ergreift und durch dieses Ergreifen sich zur Einheit immerwährend zu bilden bemüht ist, dann ist ein solches Leiden ein höchst wohltuendes und die Empfindung aus dem klarsten Selbstbewusstsein eine höchst beseligende. Wenn aber das Leiden oder die selbstbewusste Empfindung eines Wesens in sich ein zerreißendes und zerstörendes ist, dann ist es auch ein höchst schmerzliches, was ihr auch aus der Natur sehr leicht abnehmen könnet, wenn ihr nur je irgendeine entzündliche Krankheit beobachtet habt, welche in nichts anderem besteht, als dass sich gewisse Teile im Körper mehr und mehr auszudehnen anfangen. Je heftiger ein solcher Akt vor sich zu gehen anfängt, desto schmerzlicher wird er. Aus allem diesem geht dann heraus, dass der sich selbstbewusste, wesenhafte Zustand des feuerverwandten Erzbösen ein eben auch höchst leidend schmerzlicher sein muss. Ihr werdet nun vielleicht meinen, dass die Gottheit dadurch gewisse Arten in ihrem Zornteile selbst immerwährend höchst schmerzlich leidend sein müsse. Allein es ist dem nicht also, sondern es ist gerade so, als wenn Speisen in eurem Magen verkocht werden. Da bersten auch die Hülschen der zu sich genommenen Nahrung, getrieben durch das Feuer des Magens. Aber fraget euch selbst, ob im natürlichen Zustand dieser schauerliche Zerstörungsprozess im Feuer eures Magens euch je geschmerzet hat. Jedoch, da ich euch schon so weit geführt habe, so will ich euch bei dieser Gelegenheit einen noch nie ausgesprochenen Wink geben. Wollet ihr die Endursache solchen Zustandes aller weltlich-materiellen Erzbosheit erschauen, so blicket in euren Magen und sehet all dort zu, was da mit der in sich genommenen Speise geschieht, wie und warum. So werdet ihr eine große Strecke meiner Wege erschauen, das da geschehen wird. Jedoch die Zeit steht nicht geschrieben in eurem Magen, und es genügt euch, dass ich euch gezeigt habe, den Zweck. Nun seht, liebe Kinder, das ist alles, was euch gegeben werden kann. Das ist alles, was ihr zu ertragen vermöget. Mehr brauchet ihr nicht zu wissen, sondern beachtet dieses von Punkt zu Punkt, und das zwar von der euch gegebenen ersten Stunde bis zur letzten Stunde. Durchwandert auf diesem Wege die ganze Erde in euch und findet auf diese Art in euch selbst den verlorenen Sohn. Tuet dasselbe, das dieser getan hat und noch immer tut in jedem einzelnen Sünder, der nach meinem Reiche trachtet. Lasset in der inneren Kammer eures Geistes auf der Tafel eurer Weltbegierden mit der Welt das geschehen, was ihr zuletzt geschehen saht auf der euch gezeigten Tafel mit dem Universalmenschen. So wird in einem jeden von euch der verlorene Sohn wiedergefunden werden und wird werden sein Verhältnis, wie ich es euch gezeigt habe, da ein anderer Mensch an die Stelle des früheren, der da auf einen Punkt zusammengeflossen, getreten ist. Dann erst werdet ihr als Wiedergefundene die große Wahrheit des euch in diesen 12 Stunden gegebenen in euch selbst im heiligsten Lichte erschauen und erkennen. Denn wie früher gesagt wurde, dass alle Menschen auch einen Menschen ausmachen, wie einer alle, so suchet denn auch all das Übel in euch. Und habt ihr es gefunden und mit meiner kräftigen Beihilfe aus euch geschafft, da werde ich als euer heiliger Vater
der ich schon über den halben Weg euch entgegengekommen bin, vollends zu euch kommen, euch dann gänzlich von euren Lumpen befreien und dann aufnehmen in das große Vaterhaus meiner ewigen Liebe. Schließlich mache ich euch nur noch darauf aufmerksam, dass ich derzeit nicht nur euch, sondern auch schon vielen anderen verlorenen Söhnen entgegengekommen bin. Merket aber in euch selbst vorzugsweise auf meine Ankunft und kümmert euch weniger um die Allgemeine. Was ihr aber fürs Allgemeine empfindet, das traget mir betend in eurem Herzen vor, um alles andere kümmert euch nicht. Denn das große Wann, Wie und Warum ist in den besten Händen wohl verwahrt. Amen. Das sage ich, euer großer, heiliger, liebevollster Vater. Amen.